es Anlässe wie heute gibt, wo dieses Thema mal publik gemacht wird und wo auch der breiten Allgemeinheit die Möglichkeit gegeben wird, darüber nachzudenken und sich kundig zu machen, was da insgesamt gegangen ist. Denn hier geht es nicht um ein Denkmal für die Albini-Soldaten insgesamt, die ja in unserer Bevölkerung gar nicht so schlecht angesehen sind, sondern hier geht es um die Verherrlichung eines Krieges und vor allem um die Verherrlichung von Kriegsverbrechen. Und das ist auf keinen Fall zu tun. Wunderbar, das waren 2 Minuten und 50 Sekunden. Genau, dann schreibe ich Ihnen das gut. Ich schreibe Ihnen das gut. 1 Minute 20 Sekunden. So mag ich das. In der Kürze liegt ja bekanntlich immer noch die Würze. Herr Professor Andergast, bitte um Ihre Stellungnahme. Sie haben ein Mikrofon auch. Das müsste eingeschaltet sein jeweils. Ja, nochmal probieren. Sonst hört man mich. Etwas näher gehen, wenn es möglich ist. Ich habe zum Cappuccino-Rassel eigentlich einiges gesagt und ich glaube, dass das schon verständlich ist, dass man das als faschistisches Denkmal hinstellt. Es ist ja 38 und außerdem die Sprengungen sind ein Beweis dafür, wie angesehen dieses Denkmal war, auch in der Bevölkerung. Denn Südtiroler waren erzürnt über dieses Denkmal und haben es zu Recht, von ihrer Art her gesehen sowieso, zu Recht gesprengt. Aber was bis jetzt nicht bekannt war, dass dieser Krieg zwischen 1935 und 1941 400.000 Tote verursacht hat. Also der Kriegsverbrecher Benito Mussolini hat diese 400.000 auf dem Gewissen. Und das war mir auch nur teilweise bekannt. Dass die Südtiroler einbezogen worden sind in diese ganze Geschichte, ist eben diese Einheit der Albini, die auch Südtiroler aufnehmen mussten, weil sie ja gezwungen waren, ihren Militärdienst zu leisten. Und was ganz verkehrt ist, meiner Ansicht nach, und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, ist, dass man den Südtirolern sozusagen diesen Krieg in die Schuhe geschoben hat, auf diese Weise, weil in der, wie heißt diese Einheit, weil da Südtiroler mitgemacht haben, weil sie mitmachen mussten und eingezogen worden waren. Und das gehört gründlich aufgeräumt, weil da unterstellt man ja den Südtirolern wirklich, dass sie von Natur aus Verbrecher sind und in diesem Zusammenhang auch ganz Böses geleistet haben. Aber ich wollte etwas ganz anderes sagen. Also Kapuzinerwaschen ist für mich abgeschlossen, wenn ich darf. Ich wollte eigentlich noch etwas anderes sagen. Mir ist da ein Vergleich bei dem, was mich ein bisschen gestört hat, dass ich in der Hauptrede die Denkmäler nicht so erwähnen konnte, wie ich eigentlich gewollt habe. Deswegen ein kleiner Nachtrag. In erster Linie geht es ja, abgesehen von den Denkmälern, die ich schon erwähnt habe, beim Siegesdenkmal in Bozen aus dem Jahr 1928 mit allen Südtiroler beleidigen, mit dem alle Südtiroler beleidigenden Spruch, das Riesenrelief am Bozner Finanzgebäude, mit dem Hoch zu Ross nach Äthiopien reitend Mussolini und schließlich die Mortuarien in Wals, Sterzing und Innichen, die Beinhäuser, in denen Gefallene aus dem Ersten Weltkrieg beerdigt wurden, um den Anschein zu erwecken, sie seien als Kämpfer bis hierher gelangt. Mussolini hatte das Impero Romano der Römer mit imitieren wollen. Dazu die belehrende Feststellung, die ich auch dem Herrn Landeshauptmann geschickt habe, weitergegeben habe. Kein römischer Feldherr hätte je eigene Gefallene ausgraben lassen, um sie dorthin zu bringen, wohin der siegreiche römische Heer gelangt war. Daher ist auch das Beinhaus in Südtirol fehl am Platz und eine eklatante Lüge. Zum Siegesdenkmal und seinem Spruch, kein römischer Feldherr, auch da die Bezugnahme zu den Römern, kein römischer Feldherr hätte je sein Latein besiegt Ländern aufgezwungen.
als noch bis ins 2. Jahrhundert überall Griechisch als Sprache der Gelehrten und der Philosophen seine Gültigkeit hatte. Triumphbögen wurden noch im Jahr 70 unserer Zeitrechnung für den Durchmarsch der siegreich Heimkehrenden gedacht und kein italienisches Heer ist durch den Triumphbogen Siegesdenkmal in Bozen je marschiert. Herr Professor Anders, noch 10 Sekunden. Einen Satz noch. Ja, bitte. Ja, wir haben die 4 Minuten überschritten. Tut mir leid. Als weiterer Beweis für die Lügenhaftigkeit jener faschistischen Denkmäler, die ehrlicherweise geschleift gehören im Sinne der Wahrheit. Danke. Verzeihen Sie, wenn ich hier eisern auf dieses Gerät schaue, aber es hat sich einfach bewährt, wenn wir uns zeitlich etwas einschränken. Herr Bürgermeister Spagnoli, bitte Ihre Stellungnahme. Oh. Funktioniert auf alle Fälle. Oh. Ja, erstens einmal guten Abend an alle. Ich muss sagen, ich bin ganz stolz, dass Sie mich eingeladen haben, weil das beweist, dass auch diese Schütze, die so ganz schlecht bezeichnet werden in der italienischen Presse, bereit sind, zusammen zu diskutieren mit einem weißen Südtiroler, der zwar Südtiroler ist, aber sicher besondere Empfindlichkeiten hat im Vergleich zu denen der Leute, die hier mit mir heute Abend sind. Also dem muss ich sagen, es ist sicher so, dass ich mich schäme für alles, was die Italiener im Krieg gemacht haben. Aber ich bin überzeugt, jeder Mensch guter Willen schämt sich, wenn sein Volk einen Krieg gemacht hat, weil alle Kriege bedeuten Schweinereien und das ist so überall in der Welt und in der Geschichte. Faschismus in Südtirol im 3. Jahrtausend. Ich bin überzeugt, Faschismus und Nationalsozialismus gehören jetzt zu den Geschichtsbüchern und es sollte sein, dass die Leute, besonders die Jugendlichen, diese Bücher durchlesen. Das wäre besser. Außerdem muss man sagen, zu dieser Zeit erleben wir eine Mode. Es gibt eine Mode auf europäischer Ebene, auf Weltebene, auch hier in Südtirol, die Mode der Rechtsextremismen, besonders unter den Jugendlichen. Und das macht mir Sorge, weil ich überzeugt bin, dass wenn die Jugendlichen alle zusammen etwas denken, wir Alten, wir müssen versuchen, sie zu verstehen und nicht einfach sagen, wie diese neue Generation verstehen. Ich bin überzeugt, dass die Geschichte sich entwickelt. Der Andreas Hofer damals hat sicher nicht gesagt, ich bin ein deutscher Tiroler, weil damals die Nationalismen kein Thema waren. Er war einfach ein Tiroler. Und die Tiroler damals sprachen Deutsch im Norden und Italienisch im Süden. Und die waren alle gleich Tiroler. Nachdem die Kriege im 18. und 19. Jahrhundert stattgefunden haben, haben wir gesehen, dass die Nationalismen aber auch viel Leiden verursacht haben. Und dieses Leiden war gerichtet in verschiedenen Völkern, in verschiedenen Personen. Viele Leute haben daran gelitten. Jetzt leben wir in der Zeit der Globalisierung. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo sich die Leute bewegen, wo wir jeden Tag vor uns Personen haben, die anderer Völker, anderer Geschichten, anderer Kultur, anderer Religion sind. Und wir müssen versuchen, mit diesen Leuten zusammenzuleben. Wir müssen versuchen, mit diesen Leuten unsere Zukunft aufzubauen. Das heißt auch, wir müssen versuchen, die Empfindlichkeiten von diesen Leuten zu berücksichtigen. Bastel. Was heißt Bastel? Der Bastel hatte sicher damals eine sehr schlechte Begründung, als er gebaut wurde. Aber inzwischen hat er neue Bedeutungen bekommen. Wurde als Symbol von anderen Leuten gesehen und diese